Was Leute, mein Name ist der Justin. Willkommen zurück zum neuen Video des Review Roblox. Und wir sind zurück zu einem neuen Video. Und heute spielen wir den Zuckersimulator. Und naja, hier müssen wir wahrscheinlich Zucker sammeln. Und dann müssen wir ungesünder und ungesünder werden. Weil im Endeffekt ist Zucker in Maßen eigentlich ganz geil, okay? Also Zucker kann ziemlich gut schmecken und kann auch gute Laune machen. Aber man kann auch ohne Zucker auf jeden Fall leben. Aber hier nicht in diesem Simulator, okay? Hier werden wir auf jeden Fall extrem viel Zucker bekommen. Und das ist unser Ziel. Hier sehen wir zum Beispiel M&M's, die verdammt lecker sind. Aber ich habe die Ewigkeit nicht mehr gegessen. Also wirklich Ewigkeit nicht mehr. Aber wir haben jetzt ein Zucker dazu bekommen. Okay, das ist sehr interessant. Lass mal sehen. Wie viel gibt das hier? 3 Zucker. Okay, das gab mehr. Die M und... Das ist ganz schön schwer auszusprechen. M und N's. M und M's. Wie heißt die nochmal? M und N's? Oder, keine Ahnung, ihr wisst schon. Ihr wisst, was ich meine. Oder jeder kennt die Süßigkeit. Ich meine, das ist genauso wie Oreos, okay? Obwohl ich sagen würde, die M und... Ihr wisst schon, was genau. Sind noch ein bisschen bekannter als Oreos. Damals habe ich so viel Oreos gegessen, ne? Das war so eine Phase, wo ich auch zugenommen habe. Ich habe so viel Oreos gegessen. Ich habe es absolut geliebt. Aber wir können jetzt auf jeden Fall... Also, wir haben jetzt... Wir haben eine Tasche. Und wir haben 40 von 40 gesammelt. Was sehr interessant ist, denn... Ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück. Wir können die Candies verkaufen. Also, wir sammeln den Zucker. Und wir verkaufen den Zucker, was sogar Sinn ergibt. Weil, ich meine, das ist das, was Süßigkeiten alle tun. Und zwar in Süßigkeiten ist viel Zucker drin. Und die verkaufen es. Und dann bekommen die Geld. Dasselbe machen wir hier. Ich würde sogar sagen, das könnte einer der logischsten... Ja, das könnte einer der logischsten Roblox-Spiele sein. Lass mal sehen, was für Power es gibt. Gibt es sowas wie 2-mal mehr Geld oder so? 2-mal mehr Coins. Wie teuer ist das? Oh, das ist ziemlich teuer. Ist das ein Scherz? Was ist das hier? Okay, bigger size. Lass mal sehen, was passiert. Werde ich dann dicker? Ich glaube ja, oder? 2-mal mehr Zucker. Okay, verstehe. 2-mal mehr Geschwindigkeit. Wie teuer ist das hier? Das geht. 99 geht auf jeden Fall noch. Hier gibt es auch Pets, also Tierchen, die einem dann helfen können. Was ebenfalls sehr interessant ist, denn Pets sind ziemlich gut. Wir haben es in anderen Spielen gesehen, wie zum Beispiel Magnetsimulator. Pets ändern alles im Spiel. Ohne Pets, ohne Scheiß. Das ist wirklich heftig. Problem ist, 2-mal mehr Coins, das ist ein bisschen viel. Also ich meine, man muss schon sehr viel zahlen. Und ich habe, also dieses Spiel habe ich noch nicht überzeugt. 2-mal mehr Crystal Chance. Mehr Kristalle. Ah, mehr Tierchenplatz. Okay, wir lassen es erstmal. Wir sind jetzt doppelt so schnell. Sind wir doppelt so schnell? Und ja, wir sind schnell auf jeden Fall, was sehr schön ist. Lass mal kurz in den Shop gehen und gucken, was es hier gibt, okay? Also wir können entweder Inventar. Dort können wir Skinny Bones. Okay, super skinny. Oh, Infinite. Oh mein Gott, was ist das genau? Ah, mehr Platz. Ah. Okay, das ist krass, Leute. Ich will mal sehen erstmal, wie sich das auswirkt. Ich meine, ich bin bereit, dazu Geld auszugeben, okay? Keine Frage, ihr kennt mich ja. Ich bin der Roblox-Meister schlechthin. Wenn ich überhaupt noch Robux habe, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Aber lass mal sehen. Hier, die Zähne, genau. Die Zähne sind das, was leidet, quasi. Wenn man das ist. Aber wieso werden die hier weiß? Hier werden die sogar perfekt. Warte mal, die Zähne werden besser. Wir haben momentan keine Zähne. Okay, also das Ding ist, wir sind ja jetzt schneller. So ein bisschen schneller immerhin, ne? Oh, ah, Coins. Also wenn wir drücken, sammeln wir Coins nebenbei. Da gibt's Eier, Leute. Die Eier kosten auch Sachen. Und was ist das dort? Oh, gibt's noch andere Stellen? Oh mein Gott. Jetzt tendiere ich wirklich dazu, mehr davon. Oh nein, 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 nein. Oh, es gibt andere Welten. Oh, ich meine, wenn wir in andere Welten kommen wollen, Leute, werde ich sehr, sehr wahrscheinlich hier auch noch Robux ausgeben müssen. Teleport. Ah, wir können uns teleportieren. Das ist gut. Das gefällt mir sehr gut, tatsächlich. Wir bekommen Coins dazu. Plus 2. Das ist echt nicht schlecht, Leute. Also, wie gesagt, oh, wir können sogar rebirthen. Oh mein Gott, hier gibt's Eier, hier gibt's echt alles. Das ist gar nicht mal so ohne, Leute. Das ist sogar ziemlich, ziemlich krass, muss ich sagen. Ich meine, wenn wir jetzt noch einmal das sammeln, dann könnte ich mir theoretisch gleich... Warte mal, was will ich mir holen? Will ich mir schlechtere Zähne holen? Ich glaube, dann bekommen wir nämlich mehr... Zucker, oder? Ich bin mir nicht genau sicher, das werden wir sehen müssen. Ich sammle es ein bisschen und dann, ja, wenn er mir gefällt, dann werde ich auch Robux dafür ausgeben, okay? Die Frage ist noch, wie viel, weil wir können bis zu 700 ausgeben, was wirklich eine Menge ist. Boah, wollen wir das wirklich tun, Leute? Aber der Luxus ist, wir werden zurück teleportiert. Also wir müssen nicht irgendwie sowas kaufen wie, ja, du kannst dich zurück teleportieren, sondern das ist sofort hier. Okay, das ist ziemlich geil. So, verkaufen wir das. Jetzt haben wir genug Geld. Wir haben 200, okay? Also gehen wir hier rein und werden jetzt einfach mal gucken. Und zwar können wir uns Zähne holen. Zähne oder was sollen wir holen? Das hier, dadurch haben wir mehr Platz, ne? Ah, okay, dadurch haben wir mehr Platz. Aber unendlich Platz können wir uns holen. Das werde ich mir erstmal nicht holen. Ich glaube tatsächlich, wir bekommen, wenn wir das holen, mehr Zucker. Ja, ja, ja. Wir bekommen mehr Zucker. Lass mal sehen. Oh, wir haben Zähne. Aber die sind nicht wirklich kaputt, oder? Mich würde mal interessieren, ob das auch angezeigt wird. Ja, wir bekommen jetzt echt mehr. Das ist nicht schlecht. Der hat ein Tierchen. Und die Tierchen sind echt cool. Also ich meine, es ist nicht einer der meistgespielten Roblox-Spiele, okay? Das muss man wirklich so sagen. Es ist einer der... Ja, er wird okay oft gespielt. Er ist schon relativ weit oben, aber jetzt nicht super populär. Er könnte populärer werden, aber ja. Das heißt ja nicht, dass alle Spiele, die nur populär sind, die besten sind. In der Regel schon, aber wenn man runterscrollt, ich glaube, wenn man auf der Roblox-Seite ist und runterscrollt, findet man so viele Spiele. Das ist nicht mehr normal, Leute. Okay, wir haben jetzt wieder eine Menge. Leute, wisst ihr was? Ich glaube, lass mal sehen. Lass mal hier drin sehen. Okay. Wir haben hier Sachen. Was ist, wenn wir 12.000? Oh, das geht. Das geht, Leute. Das geht sehr. Wie teuer ist das hier? Oh, das ist schon viel teurer.
Wieso ist das so viel teurer als das andere? Wie viele Robux habe ich eigentlich? Das nicht, das ist zu billig. Lass mal sehen, wir haben ungefähr 806 Robux. Okay, ich sehe dich, ich sehe dich. Das heißt, wir kaufen es einfach mal, würde ich sagen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld. Okay, wenn es gut ankommt und wenn ihr ein Like da lässt, dann werde ich, wenn ich noch eine Folge dazu mache, mehr Robux für ausgeben, okay? Aber erstmal chill ich so ein bisschen, wir machen es ein bisschen langsamer. Wir holen jetzt erstmal, ja, die Frage. Wollen wir haben 12.000 und wir können öfter 12.000 holen, was sehr schön ist. Wir können entweder, okay, wir können auch unendlich holen. Das würde gehen mit meinen Robux, oder wird das gehen? Das würde gehen mit meinen Robux. Dann habe ich nur noch 7, aber das wäre okay. Das würde auf jeden Fall gehen, Leute. Was denkt ihr? Ich überleg's mir, okay? Ich überleg's mir, Leute. Ich will nicht immer alles sofort holen, okay? Weil die Frage ist, ist das Spiel wirklich gut genug? Das weiß halt niemand, okay? Lass mal sehen, wir können bessere Zähne holen. Gar nicht so billig, ne? 8.000, Ich würde sagen, wir geben ein bisschen Geld für die Zähne aus. Nehmen wir einfach mal das hier. Jetzt haben wir noch 4.000. Mit 4.000 können wir uns Eier holen, theoretisch. Da könnten wir Tierchen equippen. Aber das Gute ist, dass wenn wir jetzt zu den Süßigkeiten gehen, schau das mal an. Oh, du nimmst meine Süßigkeiten weg. Wieso klaust du sie, bitte? Das ist krass. Also das geht sehr schnell nach oben. Jetzt tendiere ich so ein bisschen dazu, quasi mir einen unendlichen Platz im Rucksack zu holen. Aber ja, weil sonst haben wir zu wenig Platz. Lass mal sehen, wie teuer die Eier sind. 12.000, 3.500. Okay, also ich würde sagen, wir gehen auf Qualität. Wir können uns entweder mehr normale Eier holen oder mehr Water Egg. Ich würde sagen, wir holen uns auf jeden Fall mehr davon, oder? Ja, das würde ich gerne holen. Wir bekommen ein Uncommon Shark. Also er ist nicht selten, aber sieht ziemlich cool aus tatsächlich. Was macht er? 6-mal mehr Geld. Das ist krass, Leute. Dann gibt er Lila mal 3 und dann gibt er Zucker mal 4. Okay, das ist krass. Das ist unnormal, Leute. Wir bekommen echt mehr Geld jetzt. Das ist der Wahnsinn. Ach du Kacke, wir bekommen echt viel mehr Geld gerade. Okay, ja, ich muss es tun. Es gibt keine Option, Leute. Es gibt keine Option. Egal, was du sagst, wir müssen es machen. Ich mach's jetzt einfach, okay? Ich mach's. Und wieder Robux ausgeben. Erfolgreich, Leute. Ja, das ist quasi das Ding, okay? Das ist quasi das Ding. Wenn man Roblox spielt und Robux hat, dann will man sie ausgeben, weil es einfach so viel schneller geht, okay? Also das ist halt auch der Nachteil in Roblox. Roblox ist halt nun mal Pay to Win. Das ist ein Fakt, okay? Und normalerweise Spiele, die Pay to Win sind, werden gehatet. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr euch ein normales Spiel holt, was sagen wir, 60 Euro kostet, okay? 60 Euro sind ziemlich viel, okay? Muss man wirklich so sagen. Aber wenn dieses Spiel eine gute Erfahrung bietet, dann, ich denke, jeder kann mir zustimmen, dann lohnt es sich auch, okay? Sagen wir zum Spiel, man holt sich das Red Dead Redemption. Ist ein ziemlich geiles Spiel, okay? Also, ich habe es ja selber gespielt auch und es ist ein ziemlich cooles Spiel auf jeden Fall, okay? Und man kann stundenlang spielen. Obwohl ich sage, ich glaube, Red Dead Redemption kostet sogar 70 auf der PlayStation, aber ich bin mir nicht sicher. Aber man zahlt einmalig 70, okay? Und jetzt überlegt ihr mal, man könnte jetzt denken, okay, Roblox ist ja kostenlos. Also, wieso soll ich nicht Roblox spielen? Aber wenn man dafür Robux ausgibt, wenn man sich dafür entscheidet, was man nicht machen muss, aber man ist halt deutlich langsamer, okay? Was gut ist, aber für einen YouTuber ist nicht allzu gut, weil man will weiterkommen. Man will in dem Part auch Sachen schaffen. Ansonsten wäre das Video langweilig, okay? Und dann sammelt man das Ganze, beziehungsweise man spielt und dann gibt man Robux aus. Und wenn ich überlege, wie viel Robux ich bis jetzt ausgegeben habe für das Spiel, das sind so viele Leute. Das ist nicht mehr normal. Ich habe so viel Robux ausgegeben. Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also, ich glaube, ihr wisst es, oder? Was denkt ihr? Wow, ich werde dicker. Oh mein Gott. Ich werde dicker, Leute. Das ist ja mal ein geiles Feature. Okay, das ist sehr geil, Leute, sogar. Muss ich wirklich sagen. Aber ich glaube, ihr versteht meinen Punkt, oder? Wenn man überlegt, wie viel ich ausgegeben habe für Robux, das sind schon eine Menge. Also ich habe wirklich für Robux, ich glaube, schon 5.000 Euro ausgegeben. 5.000, 6.000, 7.000 Euro. Ja. Ist wirklich so. Und das nur für Videos, weil würde ich selber Roblox spielen, also jetzt in meiner Freizeit, was ich nicht tue, weil ich spiele halt immer nur, wenn ich aufnehme, damit ich Content habe, logischerweise. Ich könnte natürlich alleine spielen, aber das wäre blöd, weil dann wärt ihr ja gar nicht dabei, also würde es keinen Sinn ergeben. Und ja, deswegen, das war schon eine Menge. Einfach nur, um schneller weiterzukommen. Aber es hat sich gelohnt, weil die Folgen wurden einfach dadurch besser. Aber Leute, wir haben jetzt eine Menge Geld, wie bekommen wir jetzt? 3.000. Das ist ordentlich. Nicht perfekt. Nur für Candyland brauchen wir 6.000. Das bedeutet, entweder wir holen, ja, lass uns mal noch ein Tierchen. Das ist perfekt. Können wir zwei Tierchen haben? Was denkt ihr? Können wir zwei Tierchen haben? Lass mal sehen, okay? Ja, ich würde es gerne holen. Wir bekommen ein L. Nicht gerade gut, aber wenn wir ihn nochmal equippen können. Nein, wir können nur, oder? Unequip, equip. Unequip, unequip. Habe ich jetzt... Wow, ich habe 2. Kann ich 45 haben? Niemals. Nein, oder? Wie viele Tierchen kann ich bitte haben? Boah, man kann, ich glaube, richtig OP hier werden, oder? In dem Spiel. Ich glaube, ja, Leute. Ich glaube, man kann nicht OP werden. Stell euch mal vor, ich könnte 45 Tierchen oder sowas haben. Das wäre ein bisschen viel, oder? Das wäre sogar sehr viel, muss ich sagen. Übrigens, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich habe, man sieht wortwörtlich meinen kompletten Körper in der Greenscreen. Das ist eigentlich gar nicht so üblich. Weil normalerweise sieht man ja immer bis hier. Aber ich habe so eine Kamera mit so einem extrem Weitwinkel. Und, boah, jetzt bekommen wir 22. Ah, jetzt zählt er erst, ne? Das ist geil. Nicht schlecht, Leute. Aber würde mich mal interessieren, wie ihr das findet. Also, findet ihr es besser, wenn man nur meine Schultern sieht? Reicht das? Oder was denkt ihr? Oder sollte man mich ganz sehen? Würde mich mal echt interessieren, Leute. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich finde das mal was anderes. Ich habe noch nie einen gesehen, der das so extrem gezeigt hat, sein Körper. Keine Ahnung, aber man sieht ja sogar hier meinen Stuhl schon. Hier seht ihr das? Wie geil.
Aber ja, auf jeden Fall, wir bekommen jetzt mehr Geld beim Verkauf, glaube ich auch, ne? Ja, deutlich mehr Geld. Lass mal kurz verkaufen. Ich glaube, wir können uns noch ein Tierchen holen. Oder? Wir können zur nächsten Gegend. Okay, so viel ist es aber nicht, muss ich sagen. Power-Ups. Ja, hier gibt es einiges, was wir uns holen können. Zweimal Bigger Size. Das ist echt geil, Leute. Echt richtig geil. Lass mal sehen. Werde ich wieder dicker? Ich würde gerne mehr sammeln, aber irgendwie geht das sehr langsam. Fällt euch auf, Leute, wie langsam das geht? Super langsam tatsächlich. Ich meine, wir bekommen nur 18 dafür. Für 20 dafür. Ja, das ist echt langsam. Ich würde echt so gerne versteigern. Ich weiß wie. Obwohl, ja, es wird nicht gehen. Ich habe schon die besten Zähne geholt. Ja, die Zähne habe ich schon für 6.000 geholt. Stimmt. Ich könnte 12.000 sparen für die nächsten Zähne. Oder ich könnte mir Robux holen. Oder ich könnte mir Robux das im nächsten Part holen. Ja, ich werde mir Robux das im nächsten Part holen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt. Okay, ich werde gucken, wie es ankommt bei euch. Ob ihr mehr davon sehen wollt. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal mehr Robux holen. Dann werden wir schneller sein. Aber vielleicht könnten wir heute schon. Ja, lass es mal machen. Das wäre eine gute Idee. Wir können heute mal schon zum Candyland gehen. Das wäre geil, Leute. Lass mal zum Candyland gehen. Das wäre eine gute Idee auf jeden Fall. Weil, ja, wir werden gerade ziemlich dick. Das ist halt nun mal die Nebenwirkung von Zucker. Ist halt nun mal so. Zucker ist zwar ganz lecker. Und Zucker macht süchtig. Und wisst ihr auch, wieso Zucker süchtig macht? Ich meine, ihr wisst ja alle, ich bin nicht wirklich der Intelligenteste der Welt. Ich meine, ich bin normal durchschnittlich intelligent. Und das reicht mir auch. Ich muss nicht hyperintelligent sein. Ich habe auch keinen Bock, alles zu lernen. Aber ich weiß ein paar Sachen. Und für die Leute, die es nicht wissen, wahrscheinlich die Jüngeren unter euch wissen es nicht. Und zwar der Grund, wieso man überhaupt zunimmt, okay? Denn, ja, in der Steinzeit... Oh Gott, ich kann nicht glauben, dass ich gerade Geschichtsunterricht gebe. Ist das Geschichtsunterricht? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es wichtig für den Körper, zuzunehmen. Denn im Endeffekt will der Körper zunehmen, weil im Falle einer Eiszeit, wo es gar kein Essen gibt, würde man aussterben, wenn man einfach dünn wäre, okay? Und man lagert quasi das Fett, um einfach es zu benutzen, wenn man kein Essen mehr hat. Und das ist schon ziemlich krass auf jeden Fall, weil in der Steinzeit brauchte man das. Man brauchte das. Man musste dick werden. Und das war auch gut, wenn man dick war. Leute, wenn man dick war in der Steinzeit, hat man alle Frauen abbekommen. Denn es ist sogar sowieso in manchen Ländern immer noch so, wenn man dick ist, dann heißt es quasi, man ist wohlhabend, okay? Ist zwar komisch, aber in Ländern wie in Deutschland, da muss man nicht dick sein. Man hat genug Essen auf jeden Fall. Und, naja, es hat Vorteile. Also es gibt Gründe, wieso man dick wird, okay? Und wieso man bei Zucker so schnell zunimmt und wieso Zucker so lecker ist. Weil der Körper will zunehmen. Der Körper will das. Er mag das, okay? Er mag es, wenn man Fett speichert. Und es ist ihm egal, dass man schlechter aussieht dadurch. Man speichert aber mehr Fett. Also ja, falls es einige nicht wussten. Komm schon, es gibt bestimmt einen, oder? Mindestens einen, der es nicht wusste. Einer, der es nicht wusste? Ja, Jimmy, du wusstest natürlich immer. Du weißt alles anscheinend. Aber wir gehen jetzt da rein. Wir sind jetzt im Candyland. Hier gibt's mehr Eier. 23 wieder. Was ist das hier? Kriege ich mehr dafür? Wie viel gab das? Gibt ein bisschen mehr, ne? Das ist schon mal sehr schön. Also, diese Gegend ist schon ziemlich geil. Wie viel gibt das? Ist überhaupt irgendwas? Ja, ist gar nichts anscheinend. Interessante Gegend. Sehr interessante Gegend. Aber ich meine, ja, sie gibt einem mehr. Aber auch nicht so viel mehr. Das Gute ist, wenn wir dicker wären, laufen wir trotzdem gleich schnell. Ja, doch, hier gibt es aber schon mehr Süßigkeiten, mit Sicherheit, Leute. Also, das steht auf jeden Fall fest, aber wir sollten uns mehr Tierchen holen. Die Frage ist, wie teuer ist hier so ein Ei? Würde ich mal mir interessieren. Ich glaube, sehr teuer. Das sind Zahlen, die kann ich mir gar nicht vorstellen, wie wir sie erreichen wollen, ehrlich gesagt. Weil ich muss Robux dafür ausgeben. Das ist das Ding, seht ihr das? Ah, nee, warte mal. Wir bekommen hier mehr Geld für. Aber auch nicht viel mehr Geld. Das war sogar sehr wenig Geld. Das war sehr merkwürdig, Leute. Wisst ihr was? Wir sollten uns mehr Tierchen holen. Das ist auf jeden Fall, das steht fest. Aber das Ding ist, diese Eier sind nun mal nicht gut. Seht ihr das? Wir haben jetzt zwei, die mich verfolgen, aber die sind nicht gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück. Ich meine, ein 150.000-Euro-Ei kann ich mir nicht leisten. Ich habe auch gar keinen Robux mehr. Ich habe nur noch 6 Robux. Ich müsste mir wieder für 50 Euro 6.000 Robux holen. Seht ihr das? So stapelt sich das immer. 50 Euro, 50 Euro drauf, 50 Euro drauf, 50 Euro drauf. Und das geht immer so weiter. Schon ziemlich krass auf jeden Fall. Aber wir verkaufen es jetzt erstmal. Dann lass mal kurz sehen. Ich bin gespannt, okay? Ah, nee, warte. Das gibt ja kein Geld. Was tue ich da eigentlich? Aber 12.000. Warte mal. Was ist das hier eigentlich? Wie bekomme ich das überhaupt? Wie bekomme ich Kristalle? Kristalle spawnen einfach so, ne? Ah, okay. Aber ich würde sagen, wir holen jetzt mal ein normales Ei. Lass mal sehen. Komm, ein Fisch. Ein normaler Fisch, okay. Lass mal sehen, Tierchen. Kann ich den mit dazu nehmen? So Fisch haben wir hier equipped. Wow, ich kann wirklich 45 Tierchen. Kann ich? Oh mein Gott. Leute, ich kann 45 Tierchen hinter mir schleppen. Das ist nicht normal. Also quasi, wenn wir weit kommen, könnten wir die heftigsten der Welt werden. Wenn ihr euch das mal anschaut, was für Welten es hier gibt. Der Wald. Zum Wald kommen wir mit 2 Millionen. Was im Moment noch sehr viel ist. Aber ich glaube, das wird gar nicht so viel sein in der Zukunft, okay? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird sogar ganz okay viel Geld sein. Ich denke, das können wir uns irgendwann leisten sogar. Das müsste auf jeden Fall möglich sein. Wie bekommen wir jetzt pro Dings da? 28, 26. Ja, es ging so ein bisschen hoch, aber gut ist es immer noch nicht. Muss man wirklich so sagen, Leute, gut ist immer noch nicht. Das steht fest. Aber ich denke, ich will mich damit zufrieden geben, auf jeden Fall. Das war schon ganz okay, auf jeden Fall. Aber, Leute, wisst ihr was? Ich werde die Folge vielleicht mal stehen lassen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal mehr Robux ausgeben, sodass wir auf jeden Fall richtig weit kommen können. Das wird richtig geil, Leute. Also, da freue ich mich schon drauf. Doppelt mehr Geld.
Geld. Boah, man kann so viel mit Robux machen. Robux ist echt ein Pay-to-Win-Spiel. Wirklich einfach nur Pay-to-Win-Spiel, Leute. Also ja, für mehr davon, lasst es mal oben da unten. Solltest du kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr in der Zukunft zu verpassen. Falls du es getan hast, aktiviere die Glocke da unten. Dann wirst du benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochlade. Und du bist immer einer der Ersten und du gehst zur Glockenhänge. High Five Glockenhänge. In der Beschreibung findest du mal mein Merch und mein Instagram und meinen neuen Kanal vor allem, wo ich täglich zwei Videos hochlade übrigens. Nur mal so zur Info. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. 3, 2, 1. Bye, bye. Danke für das Anschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.